Ahmad Khan Rahami soll im New Yorker Stadtteil Chelsea eine Bombe gelegt haben, die 31 Menschen verletzte. Eine zweite, ebenfalls von ihm gelegte Bombe in New Jersey zündete zwar, verletzte aber niemanden. Die US-Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen den mutmaßlichen Bombenleger von New York wegen des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen und eines Anschlags auf öffentliche Orte. Bei Rahami sollen Notizen gefunden worden sein, in denen er den Wunsch äußerte, Selbstmordattentäter zu werden. Ein Vorbild sei der US-Militärpsychiater Nidal Hassan gewesen, der 2009 im Militärstützpunkt Fort Hood Amok gelaufen war und 13 Menschen erschossen hatte. Die US-Bundespolizei FBI hat Rahami bereits vor 2 Jahren überprüft. Rahamis Vater hatte sich mit dem Verdacht gemeldet, sein Sohn sei ein Terrorist. Es seien keine Verbindungen zu Terrorgruppen festgestellt worden. Deshalb sei die Angelegenheit nach wenigen Wochen zu den Akten gelegt worden.